Der FC Schalke 04 war die positive Überraschung der Saison in der Fußball-Bundesliga. Nach der Vizemeisterschaft herrscht große Euphorie bei Königsblau. Doch jetzt werden die Schalker vom Jäger zum Gejagten. Droht ein böses Erwachen? Minutenlang halten die euphorischen Jubelstürme aus dem Fanblock des FC Schalke 04, der S04, der S04, der S04 ist wieder da, sangen die Anhänger der Knappen beim letzten Saisonspiel gegen Eintracht Frankfurt. Zu Recht, denn die Schalker und ihr Erfolgstrainer Domenico Tedesco holten völlig überraschend die Vizemeisterschaft und damit den Titel Best of the Rest hinter Bayern München. Nach dreijähriger Durststrecke spielt der Revierclub endlich wieder in der Champions League, dort wo Schalke nicht nur dem eigenen Selbstverständnis nach hingehört. Kein Wunder, dass die Euphorie im königsblauen Teil des Ruhrgebiets derzeit so groß ist wie schon lange nicht mehr. Sogar von der Meisterschaft redet der eine oder andere hinter vorgehaltener Hand wieder. Doch am Horizont warten ganz neue, große Aufgaben auf das Überraschungsteam der abgelaufenen Spielzeit. Auch die ersten Mahner melden sich Wort, die nächste Saison wird schwieriger, warnt Hub Stevens, Schalkes Jahrhunderttrainer. Jetzt rechnet wieder jeder mit Schalke. Doppelbelastung könnte Schalke 04 schwer belasten, dass die Mannschaft einen Durchmarsch wie in der vergangenen Saison, immerhin 8 Punkte Vorsprung auf Platz 3, wiederholen kann, scheint ausgeschlossen. Schalke konnte sich in einer Saison ohne Teilnahme am europäischen Wettbewerb voll auf die Bundesliga konzentrieren. Tedesco nutzte die freie Zeit unter der Woche, um sein Team optimal auf jeden Gegner einzustellen. Das wird in dieser Form zukünftig wohl nicht mehr möglich sein. Durch die Mehrbelastung in der Königsklasse warten in der kommenden Spielzeit nicht nur körperlich, sondern auch mental ganz neue Herausforderungen auf die Spieler und ihren Coach. Zwar bezeichnete Tedesco die Champions League-Teilnahme als große Belohnung, es bleibt aber abzuwarten, wie die international unerfahrene Schalker Mannschaft die Balance zwischen Euphorie und Alltag meistern wird. Fraglich ist zudem, ob Kapitän Naldo in der abgelaufenen Saison einer der absoluten Schlüsselspieler auf Schalke, die Doppelbelastung mit seinen bald 36 Jahren gut wegsteckt. In seiner derzeitigen Form ist der zweikampfstärkste Spieler der Liga als emotionaler Leader für die Königsblauen nicht ersetzbar. Schlägt die Euphorie der Schalke-Fans ins Gegenteil um? Ein weiterer Helmschuh für Schalke könnte die überzogenen Ansprüche der Fans werden. Die Erwartungshaltung auf Schalke ist grenzenlos. Man erwartet uns ganz oben, alles andere wird fast als Katastrophe gesehen, sagte Manager Christian Heidel bereits 2016 bei seinem Amtsantritt. Wie reagieren die derzeit so zufriedenen Schalke-Anhänger, wenn in der kommenden Saison auch einmal über mehrere Wochen die Ergebnisse nicht stimmen? Schlägt die Euphorie ins Gegenteil um? Und gibt man sich in Gelsenkirchen weiterhin damit zufrieden, eher unattraktiven, ökonomischen Fußball zu? Zudem müssen die Abgänge von Leon Goretzka und Max Meyer aufgefangen werden. Mit Margut 1899 Hoffenheim, Salif Sane Hannover 96, Suat Serdar FSV Mainz 05 und Steven Skripski Union Berlin stehen 4 Neuzugänge fest. Vor allem Torjäger Ut und Abwehrspieler Sane sind als Soforthelfer eingeplant. Das 21 Jahre alte Mittelfeldtalent Serdar soll perspektivisch eine Rolle spielen. Der laufstarke Außenstürmer Skripski gehörte zuletzt zu den herausragenden Akteuren der zweiten Liga, muss sich allerdings erst noch ans höhere Niveau auf Schalke gewöhnen.
Schalke sucht dazu noch arrivierten zentralen Mittelfeldspieler, Namen wie Sebastian Rudi, Bayern München, mit dem wohl nur ein Leihgeschäft möglich wäre, oder Omar Mascarell, Eintracht Frankfurt, werden gehandelt. Gleichzeitig arbeitet Heidel daran, Profis abzugeben, um Unzufriedenheit in der Mannschaft vorzubeugen. Wir werden keinen Kader mit 30 Spielern haben, inklusive Torhüter wird er aus 24, vielleicht 25 Profis bestehen, sagte der Manager der Sportbild. Vor allem die Zukunft von Leihspielern wie Benedikt Höwedes oder Johannes Geis auf Schalke ist offen. Erst wenn alle zu- und zumindest die meisten Abgänge feststehen, wollen die Schalker ein definitives Saisonziel formulieren. Zu tief stapeln dürfen die Knappen dabei ganz sicher nicht. Nicht umsonst lassen die Fans ja jeden wissen, dass Schalke wieder da ist. Moritz Wollert,